Gut, dann legen wir auch gleich los. Hallo und herzlich willkommen. Darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Endstand 1:1. Wie immer hat bei uns der Gästetrainer Klaus Schromm, den ich herzlich begrüße. Das erste Wort, Herr Schromm, Ihr Fazit zum Spiel. Ja, hallo, erstmal Servus benannt. Ich hole ein bisschen aus. Der Pavel ist ein schlauer Fuchs und der Pavel hat nach dem Hinspiel, der Pavel hat gesagt, die spielen wie eine zweite Mannschaft. Und das Schlimme war an dem Kommentar, dass er absolut recht hatte. Und unser Vorhaben war jetzt, dass wir das im Rückspiel nicht wie eine zweite Mannschaft agieren. Ich glaube, dass uns das ganz gut gelungen ist, nicht über die gesamte Spielzeit. Ich glaube, dass wir verdient in die Halbzeitpause reingehen mit der Führung und auch das sehr ordentlich gemacht haben. Haben schon damit gerechnet, dass ihr dann ein bisschen anders aus der Pause rauskommt, was dann von eurer Seite passiert ist. Wir waren ein bisschen schlafmützig, bekommen dann einen Ausgleich, haben auch Glück, nicht in Rückstand dann zu geraten. Dann wäre es vielleicht in eine andere Richtung gegangen und dann hat sich das Spiel ein bisschen beruhigt und hinten raus, glaube ich, haben wir dann nochmal das Zepter in die Hand genommen und wollten dann nochmal auf Sieg spielen. Ist uns nicht ganz gelungen, aber natürlich, wenn man das Hinspiel jetzt betrachtet und heute das Spiel, dann sind wir natürlich zufrieden und freuen uns auf den Rückflug. Danke. Vielen Dank, Klaus Strom. Pavel, dein Fazit bitte. Also ich möchte dich nur hier kurz ergänzen, wenn ich sage zweite Mannschaft, das ist keine Beleidigung. Ich meine, das ist gut ausgebildete Leute dabei, junge Leute. Aber auch naiv und nicht effektiv, aber du hast ja auch recht gehabt. Aber haben wir alles geklärt. Also das war nicht so eigentlich gemeint. Heute hat sich wieder bestätigt, die Mannschaft von Unterhaching war heute sehr gut auf uns aufgestellt. Die haben uns sehr früh attackiert. Wir konnten gar nicht spielen und wir haben nicht geschafft, das zu überspielen wieder mal. Und die zwei Stürmer vorne haben auch schwer gehabt mit den langen Bällen. Da haben sie gar nicht festgehalten, dass wir ein bisschen nachrücken können. Und was noch dazu kommt, ist, wir haben erste Halbzeit zu passiv gespielt. Wir haben alle Zweikämpfe, die waren 50-50, haben wir nicht so richtig durchgezogen. Die Mannschaft von Unterhaching war frischer, schneller, haben gut Fußball gespielt. Also ich, nicht weil jetzt nochmal Kompliment machen soll, aber ich habe riesen Respekt von Unterhaching, was für Fußball sie spielen. Und das war heute nochmal zu sehen. Und dass wir unheimlich viele Probleme gehabt haben. Und diese Art und Weise, wie wir erste Halbzeit aufgetreten sind, das war für mich nicht akzeptabel, muss ich ehrlich sagen. Also ich war selber überrascht von der Mannschaft, wie wir zu passiv waren und wie wir uns verhalten haben auf dem Platz. Und dieser 1:0-Rückstand war absolut verdient. Und ich habe sogar nur zu mir gesagt, hoffentlich kriegen wir nicht das zweite Tor. Sonst wäre dann der Zug abgelaufen oder abgefahren, meine ich. Und deswegen haben wir die Halbzeit gerettet und dann natürlich in der Halbzeit haben wir ein paar Sachen besprochen. Und ich denke, dass die zweite Halbzeit die Mannschaft gute Reaktion gezeigt hat und dass wir auch genau das gezeigt haben, was ich auch erste Halbzeit sehen wollte von der Mannschaft. Die Frage ist für mich nicht jetzt, ob wir gewinnen in unserer Situation, ob wir gewinnen, ob wir verlieren oder unentschieden spielen. Für mich ist die Frage, auf welche Art und Weise wir Fußball spielen. Und wir, so wie wir erste Halbzeit gespielt haben, war weit weg von meinen Vorstellungen, war sehr enttäuscht. Zweite Halbzeit bin ich einverstanden. Deswegen denke ich, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Unentschieden ist absolut in Ordnung für mich. Wir haben klar momentan auch nicht das Quäntchen Glück. Aber das ist auch sehr relativ, alles, was ich gerade sage, weil wir haben einmal der zweite Halbzeit nach 1:1. Breyer hat eine Chance gehabt von 11 Meter, da musste nur das Tor treffen und dann diese Latte, Kopfball. Aber wir haben 90. Minuten auch Glück gehabt, deswegen sage ich, 1:1 geht in Ordnung. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, letzte Minuten waren symptomatisch für die Mannschaft momentan oder widerspiegelt genau das, was in den Leuten oder in der Mannschaft gerade in den Köpfen jetzt läuft. Weil wir nicht dieses Selbstvertrauen haben, weil wir nicht diese selbstbewusste Situation haben, wo die Mannschaft jetzt Lauf hat. Es ist immer so, letzte Minuten, wir haben auch schlechte Erfahrungen gehabt, viele Spiele, und war heute mit Sicherheit genau das heute wieder, das hat sich wiederholt bei meinen Spielern, die haben immer gedacht,
hoffentlich kriegen wir nicht eins. Und da waren wir passiv, da waren wir zu tief gestanden, da haben wir verteidigt. Wenn wir Selbstvertrauen haben, wenn wir Lauf haben, dann würden wir denken, wir haben noch 10 Minuten, wir machen noch eins. Und das sind die Unterschiede momentan, die wir haben, von vorher und jetzt. Und wir müssen selber von dieser Situation rauskommen. Ich will jetzt nicht hier philosophieren und irgendwas erzählen, keine Ahnung, aber das ist für mich genau der Punkt, was uns fehlt momentan. Wir spielen nicht das, was wir können, aber es gibt auch bestimmte Gründe. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen auch jetzt diese Zeit nutzen, auch viele Sachen zu korrigieren, auch nächstes Jahr sowas nicht zu haben. Dankeschön und dann Klaus wünsche ich alles Gute. Danke. Danke, Pavel. Sollten Sie Fragen an die Trainer haben, haben Sie genau jetzt die Gelegenheit, diese Fragen zu stellen. Keine Fragen, dann vielen Dank fürs Erscheinen und ja, den Gästen eine gute Heimfahrt. Danke. Und alles Gute noch.